Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer richtig gruseligen Folge. Bei der ist wirklich gruselig. Also, ist schon außergewöhnlich gruselig, würde ich sagen. Heute ist echt creepy. Ja, also, wir spielen noch am Abend, der dunkel ist, ne? Ja, aber ich hab's Rollo runter, ja. Ja, boah. Damit ich wirklich Angst hab. Das ist jetzt schon. Kat, ich bin hinter dir. Oh Gott, ist das gruselig. Ist das eine zeitlose Folge? Ja, alle Folgen in Deadbeat. Oh, da ist schon verletzt. Alles sogar auch einen kurzen Lack. Nicht hier durchsprinten, bitte. Ja, ich nur ganz, durch, ganz ja, hatte, locker. Ich hatte auch gerade einen Lack. Bleib ja. Geschmack. Ah, okay. Ich repariere aber gerade. Ja, ich repariere. Du bist da hinten, weißt du, da ist nicht mal was. Oh, da hinten hat der geschrien, Karl. Ja, habe ich nicht gehört. Entweder ist ein kleiner Vogel aus dem Nest gefallen. Nee, ich glaube, da war nichts. Ui, da, ich glaube, du einfach wegschauen. Ja, ich so links sehe ich eine Wand. Ha, sonst ja, aber auch nichts, ne? Und den anderen. Wunderbar. Er hängt. Aber jetzt kommt er wahrscheinlich auf uns zu. Es ist. Oh Mann, ich hätte es an der. Ich kann ihn ja auch sehen. Er ist dünn. Und ja, er ist dünn und männlich. Also vom Killer her. Es ist nicht der Schweine. Es ist nicht der Saw-Killer. Ich glaube auch nicht, dass der Michael ist. Ich habe ja die Silhouette gesehen gerade, deswegen. Ja, war das, ist das der Dünne mit der Kettensäge? Nee, ich glaube nicht. Es müsste sowas, entweder Trapper, Geist könnte ich mir vorstellen von der Statur. Oh, Ghost Arschloch. Also okay. Glöckchen. Glöckchen, ich weiß war, nicht. War der Überlebende versucht sich zu retten, das gute oder schlechte Zeichen? Also ich weiß auch nicht, wenn die links gegen machen. Ja, genau. War das der Killer ist in der Nähe oder der Killer ist nicht in der Nähe? Aber er hat es rausgeklappt. Ja, nee, ich habe ihn gerettet. Also ist er gut. So, dann halt. Ja, dann rühme dich halt damit, du kleiner Zwunk. Aber warte mal, hey, was macht ihr da, Ladies? Schau mal, ich bin am Generieren. Am Generieren, ja, was generierst du denn außer Hass? Hä? Die Schnauze, ich bin aber. Du mal da massieren die Alte da, ja? So, ich mach dann den Generator, kannst gleich herkommen. Da ist doch kein Platz, gell? Nee, ist gar kein Platz, muss alleine machen. Los, reparier den jetzt, du Idiot. Da. Ich hoffe, jetzt guckt vielleicht der Kasper. Aber ich hab's Glöckchen nicht gehört, Karl. Ja, vielleicht ist es dann nicht Kasper. Naja. Vielleicht ist es der unfreundliche Geist. Taluka? Weißt du noch, wie die anderen Geister von Kasper hießen? Ich kenn nur einen. Oh, der Fett. Ja, der Fette heißt Fetzo, ja, genau. Das wie ist der, heißt der andere? Fetzo kenne ich auch noch, weil das geht halt ich so einher anhand seiner. Ja, Fetzo, ja, das macht Sinn. Was, ich habe da hinten im Maisfeld irgendwas gesehen. Habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt, als ich im Wacken am Maisfeld ach, war? Ja. Ja. Ah, ich schon, okay, gut, ja. Dann lasse ich das jetzt. Ja, die Zuschauer können sich den Rest denken, Alter. Da war ich wirklich, ja. Ich glaube, ich gehe auf die Klos am dritten Tag. Ja. Ja, aber niemals. Ja. Ja, und dann die Leute, die sich beim lokalen Bauern Mais kaufen. Ja, der gute Dünger halt, ja. Ja, das ist echt verbittert, ja. Der braune Kolben. Ja. Scheiße, Mann. Ja, scheiße, Mann. Ja. Oh nein. Ja, da liegt schon wieder. Oh, er wird gerade aufgehoben, der arme Kerl, der Stalios. Jo, Brudi, wer macht wo hängt er? Leute, warum sehe ich? Achso, weil er noch nicht hängt, ist deswegen. Es laggt aber so ein bisschen. Ja, hier. Es laggt. Scheißdreck, das ist eine gute My-Story. Ich habe den Killer nicht gesehen diesmal. Achso, klar, wir haben auch den Generator gemacht. Ich habe ja keinen Generator. Achso. Ich sehe ja nur, wenn ich einen Generator fertig habe. Soll ich den Dude helfen? Ich helfe ihm gleich. Er wird schon helfen. Es ist, Yashimi. Wer ist Yashimi? Ich aus dem Mitsubishi. Die asiatische mit dem Schwert. Oh, die unheimliche, die mit dem Doppelgänger. Kati, komm zu mir. Kati, du Kacke. Du hast ihn zu mir gelockt. Nee, ich meine, das war jetzt nicht entschieden. Sie wollte nicht. Scheiße, das war so richtig Karl, schlecht. Ich bin tot. Ich bin Uno. Das ist Nummer Uno. Und ich Nummer Dos. Dodges, Boy! Lol, es leckt so krass. Ich konnte gerade nicht durch die Barrikade gehen, nee, weil da eine unsichtbare Wand war. Ja, ich lieg am Boden. Ja, ich sehe, wo ich kriech. Ja, sie ist in der Nähe. Ich kriech davon. Sie wird mich doch irgendwann aufheben. Sie wird mich packen. Ja, ich werde jetzt. Sie hat mich gepackt. Hilfe, Hilfe! Der muss ein Dick mit der kann ich unterhalten. Oh, wenn du die seitlich in die Rippe trittst, könnte sie gegebenenfalls in der Mitte durchbrechen, weil der hat da so eine Wunde schon. Ja. Du musst einfach tackeln. Du musst Feuerwerkskörper rein oder so. Ja. Die Leute, cool, ich hänge. Ja, ich sehe. Ja, Moment. Hallo. Ja, warte mal.
Ich bin an so einem Haken und die ist unsichtbar. Jetzt ist sie weg. Ja, sie hält, sie holt gerade hier. Sie greift Avril Lavigne gerade an. Soll ich dir helfen? Ja, jetzt kannst du mal. Nee. Komm, ja, solange Avril hier rumläuft, jetzt. Kato. Sie guckt her, ob du mich retten willst. Ja, aber wo ist sie? Ja, jetzt. Sie hebt auf gerade. Sie hebt gerade auf. Oh, sie hängt jetzt die Olle da auf, Mann. Ja, schauen Sie. Avril Lavigne hing schon. Rennt sie dir nach? Ich weiß nicht, ich renne jetzt weit weg. Ich sehe sie nicht. Die kann man aber auch nicht ernst nehmen mit der Frisur da, ja? Ich bin ganz weit weg. Ich glaube, sie kämpft. Nein, das ist wieder eine Illu. Lass dich doch nicht baden. Ja, okay. Ja? Na gut. Oh, ich sehe den Killer. Nee, ich sehe den Killer nicht. Ich habe sie gerade gesehen. Ich muss den Generator machen. Und sie rennt jetzt gerade zu mir. Sie rennt sicher zu mir. Ja, ja. Sie rennt zu mir. Ich bin verletzt. Ich bin stark angeschlagen, könnte man sagen. Avril Lavigne wurde gerettet. Das ist ein Illo. Oder so, wir können sie auch Joyce nennen. Warum mit den Haaren? Nein, wegen dem Summercamp. Ach so, Summercamp. Ich sehe gerade im Summercamp. Wie heißt das Lied? Das hast du mir weggezeigt. Klar, dass ihr das kennt. Summer Hill, glaube ich. Summer Hill. Ich will ihn zurück, das Summer Hill. Generator noch, da gehen wir, ja. Summer Hill ist nur einen Generator entfernt, Kat, ja. Leute, schaut euch mal das gute Video von der Joyce an, ja. Summer Hill. Guter Hit. Da freue ich mich schon in Japan, wenn wir das singen, ja. Ich brauche erstmal einen Arzt, Leute. Ja, warte mal jetzt. Doktor, Heal Doktor. Warte, ich mach doch den Generator da. Oder geht's ab nach Summer Hill, ja? Mach mal. Joyce, wie lange brauchst du noch? Ich kämpfe am Ausgang. Okay, ich kämpfe am Ausgang. Ich zieh direkt den Hebel. Zieh den Hebel. Ich mach jetzt schon einen Linksklick. Mach. Ja, warte, das ist noch ein bisschen. Wie lange noch? So 10% circa. 10% ist ja schon fast fertig, Alter. Nee, dann ist es. Mach doch jetzt. Jetzt 20%. Du referierst falsch rum. Nein, ich hab den Korb. Moment. Mach doch! Ja, warte. 3, 2, 1 und go! Ich öffne! Öffne! Open the gate! Der Killer hat noch einen abgemurkst, oder? Ja, genau. Sie tragt ihn nach Summer Hill, ja? Scheiße, sie kommt in meine Richtung. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ja, mach den Hebel. Ich mach den Hebel. Es tut. In den Todeskeller. Ja, der geht auch nach Summer Hill. So, wisst ihr, ich bin raus. Later. Ich hab mich ein einziges Mal geschlitzt. Und ich gehe nach. Bist du schon draußen? Ich bin am Ausgang, aber ja, unser Dude ist da unten am Leiden. Ja, wenn ich geheilt werde, heilen sie mich. Heilen sie mich. Heil ich dich. Es geht nach Samarin. Ja, ich glaube, ich gehe lieber den Enzian. Au! Ja, siehst du da mal Strafen, wenn du so frech bist, ja? Dann geh ich in den Scheller. Ich mach nochmal. Kommst du scheiß mir an? Wir müssen ihn retten. Ja, wollen wir wirklich? Ja, also, was machst denn du? Als ob du jeden Generator repariert hast. Halt Schnapp. Okay, dann gehen wir nach Summer. Dann gehen wir später. Ich guck mal. So. Nee, ich glaube, da ist ein Killer. Nee, ich glaube, das ist ein Illo. Das ist ein Illo. Die da? Das ist ein Illo. Was? Ich hab mich so erschreckt. Ich habe ihn nie gut, so dass sie nicht nötig hatte. Ja, dann wäre ich am Arsch gewesen. So erschreckt. Och, das habe ich richtig gespürt im Herzen. Die war in Nöten, ja. Ja, ich Gänsehaut bekommen. Ach, das war schrecklich. Eine schrecklich nette Folge, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like und schreibt mal, wenn ihr was gut schaut. Tschüss.